Einfach immer Jogger tragen, da hat man das Problem nicht. Jogginghosen sind übel chillig, ne? Also hauptsächlich trage ich eigentlich Leggings tatsächlich. Aber wenn ich so richtig abchillen will, dann Jogginghose. Oder gar keine Hose. Hauptsächlich gar keine Hose. Aber. Also zu Hause. Ohne Hose rausgeht, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich bin einfach anders aufgewachsen. So ein Beauty-Channel wird es bei mir nicht geben. Weiß nicht. Ich hatte andere Probleme damals, als mich um Schminke zu kümmern. Lukas Beauty Palace? Ne. Run. Ja, okay, geht das. Perfekt. Perfektes Timing vom Track. Sehr gut. Vielleicht mache ich das mal irgendwann aus Spaß so, aber. Vermutlich, also wenn, dann eher so ein Koch-Channel oder so, als Beauty Palace-Kacke, ne? So Frauen im jungen Alter einfach noch mehr wie Kerle aussahen als die Kerle selber. Was? Möchtest du mir was dazu sagen? Also ich sah auch damals weiblich aus mit der Baggy Pant von meinem Freund und mit Cappy und Skateboard. Ich sah trotzdem weiblich aus. Also. Ich vermisse die Zeit so ein bisschen. Doch immer so die Baggy Pants. Ich weiß gar nicht mehr, was waren das. Was war das für eine Marke? South Pole, glaube ich, war das sogar. South Pole oder Dada. Gab's ja damals nur. Immer lange Haare, also lange Haare bis zum Arsch hatte ich. Kurze Oberteile, also ich sah schon weiblich aus. Ich war halt so diese... Ich weiß nicht, wie soll man das nennen? Ich war halt schon dieses Hip-Hop-Girl schon immer. Irgendwie. Bock auf Scheiße bauen? Ja, klar, cool, alles klar. Und let's go. Weiß nicht. Wie ein Junge sah ich eigentlich noch nie aus. Ich hatte einmal mit 12, war das, glaube ich? Ja, mit 12. Hatte ich so einen Anflug, dass ich gesagt habe, okay, meine Haare will ich jetzt komplett abschneiden. Da ging die auch bis zum Hintern und habe ich gesagt, so mach jetzt weg bis zur Schulter. Und dann war aber ein ganz großes Stück weg. Seitdem habe ich die nie wieder so heftig abschneiden lassen. Ich war nie lieb und anständig. Nie. Nee, von anständig war ich, glaube ich, ganz weit entfernt. Eieiei, ich könnte Geschichten erzählen. Eieieiei. Aber die haben im Stream nichts zu suchen. Im Stream haben die nichts zu suchen. Du, ich hab Zeit, das ist schön. Ganz kurz, so wie echter frecher Lause, Junge. Echt? Ich hatte immer lange Haare, ey. Ich müsste irgendwo auch noch ein Fotoalbum haben. Da ist sogar ein Foto noch drin, wie ich so richtig lange Haare habe. So richtig, richtig lange. Willst du mit mir gehen? Da kann man ja von dir schon aus dem Discord.
Ach, das ist gar nichts, Gina. Das ist gar nichts. Ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, anständig. Ich glaube mittlerweile bin ich so, ich bin schon anständig geworden. So ein bisschen. Aber ich glaube, mit der richtigen Motivation ist das ganz schnell vorbei. Und nur so ein bisschen. Mit der richtigen Motivation gebe ich einen Fick auf alles. Wir werden es ja auch nicht beim Gen-Treffen sehen. Oha, wir müssen das unbedingt machen dieses Jahr, ne? Also jetzt mal wirklich. Ist das nicht von... Ach Gott, wie hieß denn der? Also, wann, ich komme nicht auf den Namen. Wie heißt der? Ich weiß es nicht mehr. Sind wir mit Genbewerbung überhäuft? Glaube ich nicht. Wir müssen endlich mal unser Barbecue-Gen-Treffen machen. So richtig American Barbecue-Style. Hab ich richtig Bock drauf. Aber Corona-Morona macht es einem ja nicht klar, viel einfacher. Ja, die Frage ist halt, ob wir das in Berlin machen oder hier bei mir, ne? Müssen wir mal gucken, wo die meisten herkommen. Das Problem ist, wenn ich wieder nach Berlin fahre, dann will ich nicht zurück. Auf welchen Berliner wäre der erste Step, den ich mache zum Tätowierer, ne? Aber direkt. Tattoo-Studio und Tonstudio. Das wären meine erste Anlaufstellen. Produzent, Beatmaker, erstmal da direkt. Ich komme aus dem Arsch der Welt. Ich weiß gar nicht, wo du herkommst aus dem. Wenn die was zu essen wollen, kommen die schon. Tschu. Ja. Ja, Gina, die könnte ich Berlin mal richtig zeigen, ne? Ja, ich kenne halt die Ecken, die dir kein Touristenführer zeigt, so. Würde ich einen Fuß reinsetzen, würde ich wahrscheinlich mal wieder gehen, ey. Würde ich nicht machen.
Berlin-Tour. Klar, Shuttern war einfach so ein Touri-Bus, ey. Wie passen da rein? Tschiu. Weiß gar nicht, 20, 25 Leute? Danke. Ich glaube, so 20, 25 Leute passen rein in so einen Bus. Was? Berlin ist die schönste Stadt der Welt. Wenn man Beton und Pflastersteine mag. Berlin ist mein Home. Wobei, eigentlich ist Berlin nicht anders wie ein Dorf. Jeder kennt jeden gefühlt. Also es gibt natürlich richtig eklige Enken so, aber die gehören halt nun mal auch dazu. Ist nun mal nicht anders schön so auf der Welt. Ich meine, sie haben uns schon mittlerweile für die ganzen Junkies und so auch Wohnwagen errichtet, dass sie sich da drin spritzen können und nicht mehr auf den Spielplätzen, wo die Kinder aus Versehen sich pieken. Also, naja. Macht es nicht wirklich besser, aber man sieht es nicht. Jeder Ort hat eklige Ecken, ach so. Ja. Klar. Wedding zum Beispiel, Leopoldplatz. Das ist so, ganz früher war das ja einfach nur so ein richtig großer Platz. Und da war noch, ja, so, sagen wir mal, so ein Sandkasten. Ist aber auch U-Bahnhof. Ja. Da hast du nachts immer die ganzen Junkies da gehabt, die rumgeschrien haben und hast du nicht gesehen. Da habe ich hier gewohnt, so 200 Meter davon entfernt. Wer ist die wohl am Fremdchannel? Entschuldigung. Ich musste den Channel wechseln. Mittlerweile haben sie da aber die Spielplätze eingezäunt und haben Wohnwagen hingestellt, dass die Junkies sich da drunter spritzen können. Und ja. Pankow Wedding und so. Versuchen sie es ein bisschen einzugrenzen. Naja. Gehört dazu, was soll ich dir sagen? Fuaruna. Noch nie davon gehört? Ja, natürlich hörst du davon nicht. Natürlich nicht. So, das musst du auch sehen. Dafür musst du da wohnen, um das mitzubekommen. Es gibt so viele Ecken, es gibt komplett Straßen, da solltest du gerade als Frau niemals nachts durchlaufen. Also. Oh. Sims 3 Musik. Ewig nicht gehört. Sims 3 Musik? Hast du gerade Sims 3 gestartet, oder? Ich muss noch überlegen, wann wir unser Projekt starten, ne? Ja, definitiv. Definitiv. BDO stürzt nur ab. Oha. So, was mit deinen... Hast du deinen PC irgendwie aufgemacht vor letzter Zeit? Irgendwas nicht richtig angesteckt oder so? Sims 3 war richtig Classic-Schätzung. Sims 4 ist auch ganz cool, aber ich weiß nicht. Ich fand es bei Sims 3 angenehm, dass du nicht die ganze Zeit auf irgendwelche Gefühle achten musst. Gefühle. Sims 1. Sims 1.
Es gab auch eine Version damals für die Konsole von Sims. Da ich mit meinem Bruder zusammen um die Wette putzen gemacht und sowas, ja. Da konntest du ja Sims noch Multiplayer spielen. Doch, ich habe eigentlich alle Teile. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich glaube, Sims 4 habe ich nur noch in Origin drin. Ich glaube, das habe ich gar nicht mehr auf CD-ROM. Aber bis Sims 3 habe ich sie eigentlich alle. Abgesehen davon, dass mein PC gar kein Laufwerk kann. CD-Laufwerk. Müsste mal gucken bei Origin, was mir jetzt, was ich alles habe. Ja, nicht habe ich alles. Aber müssen wir mal gucken, wann wir unser Projekt starten, ne? Es wurde sich ja gewünscht, dass wir ein Sims-Projekt starten. Ich hatte mal Sims mit meiner Ma gespielt als Kind. Dann ist die Küche abgebrannt und der Sinsemann kam. Traumatisches Erlebnis. Oha, ja. Oder auch Stromschlag oder so. Das erste Mal Sims habe ich damals bei einer Freundin gespielt. Das war noch der... Also zuerst haben wir den ganz alten Diablo-Teil gespielt. Und danach hat sie mir Sims gezeigt. War total cool. Seitdem darf Fuda nicht mehr in die Küche, damit der Sensor nicht kommt. Ich wollte sie nicht als Sim haben, mit den Eigenschaften. Doch, ich baue auf jeden Fall so einen Aussie. Das kannst du wissen. Aber bei Sims 4 ist ja mittlerweile noch schlimmer, ne? Da kannst du ja auch... Also brennen konntest du ja vorher schon, aber kannst ja auch erfrieren und so mit der Jahreszeit draußen. Oh, haben wir so viele einen pinken Namen. Also ich sehe nur lila und pink und Cora mit ihrem Orange. Ansonsten ist alles bei mir pink und lila. Aber ich bin ja selbst auch nicht besser. Guck mal, ich bin auch lila. Krox ist weiß. Wie deine Haare. Du bist grau, ja. Das sehe ich auch. Letztens war aber heftig. Ja, da war irgendwie jeder mit einem roten Namen drunter. Aber voll viele haben lila. Stört mich aber nicht. Muss nur ein bisschen öfter hingucken, mit wem ich da rede. Moment. Zum Dicker-Symbol. Tschu. Aber es müsste sich bei dir auch bald ändern, ne? Darfst du kochen mögen? Nein, nein. Ich werde wahrscheinlich sowieso Mod und Gildentreffen miteinander vermischen. Wird am meisten Sinn machen. Oh, Pocken Red Shop. Na, wenigstens überhaupt irgendein Charme. Jetzt haben wir einen Black Shirt und einen Red Shirt. Nice. Ich hab die ganze Zeit meinen J-Squad nicht mal geschmissen, weil ich so am Labern war die ganze Zeit. Aber Loot Squad läuft wenigstens. Wenn man früh anfängt, kann man später sogar zusammen auf Party gehen. Ja.
Ich wollte auch schon längst welche haben, aber irgendwie. Tja. Ich glaube, mit mir ist anderes vorgesehen. Irgendwann. Oder auch nicht. Wer weiß das schon. Auf einmal wollte das zweite auch zu uns. Das ging richtig schnell bei dir, ne, Gina? Also ich wette, das kommt auf jeden Fall auch noch ein drittes. Wenn du mich fragst. Bei dir. Gildos Sohn ist bei uns in der Gilde. Schon Ewigkeiten. Aber es ist auch mehr Guido als sein Sohn. Enkelin ist hier. Okay, Cora. Dann viel Spaß mit deiner Enkelin. Bis eventuell später oder zum nächsten Mal. Das ist mein dritter Mann nachts für GQ. Aber machst du denn nachts überhaupt GQ? Ich locke halt immer ab 22 Uhr bin ich eigentlich ausgelockt so. Dann fahre ich PC runter. Das ist eigentlich meine Stani-Zeit. Wollte schon sagen, momentan, ne? Ja doch mal pennen, so. Stell mal vor, Gina, beim nächsten Mal kriegst du direkt Zwillinge. Eieiei. Hast du 4 zu Hause. Uff. Uff. Heftig. Dann war's das mit BDO, du. Ja, Guido pennt auch nur, gefühlt. Eigentlich wäre das so der Dream, ne? Einmal schwanger werden, direkt Zwillinge, einmal junge Mädchen, fertig. Kapitel Häkchen dran. Das wäre eigentlich so der Dream. So wäre eigentlich perfekt. Noch mit den 2 Hunden. Ja, true, du hast ja auch noch 2 Hunde, ne? True. Das kommt ja auch noch dazu. Uff. Da muss ich wirklich bald deine Modarbeit bezahlen, damit du den Kindermädchen leisten kannst. Huch, dann kannst du mal aus der. Mein, du blöder. Hallo? Tenko? Hallo? Danke. Der Tenko hatte keinen Bock. Der wollte einfach nicht sterben. Warte mal ganz kurz. Oh, fuck, ich hab schon mehr 15k Trash. Mal schnell. Machen wir auch gleich noch einen Kaffee. Schnieder Kaffee. Ach so, hab ich gerade schon gemacht. Plups,
67 Kafras. So. Das willst du dann. Achso, wen Krieger meinst du? Guido liegt immer auf der Bank und guckt den weiblichen Schaß und das Rückchen. So ein Ding ist das. Hm? Davon habe ich doch sogar schon ein paar Mal ein Foto gemacht. Ja, zuletzt habe ich dich oben beim Brunnen auf der Dings. Ups, warte mal. Auf der Kante gesehen. Hier auf der Mauer. Was wird beim? Oder redest meinst du mit Guido und seinem Sohn? Warte mal. Ihr wollt ein Luga Lost Emote, ja? Vielleicht brauchen wir ein Lost Gina Emote. Gina ist öfter lost als ich, ey. So, warte mal, jetzt mache ich mal ganz kurz den Kaffee und gehe auch direkt auf Toilette, mal schnell. Bin gleich wieder da.